Hallo und herzlich willkommen auf einem weiteren Video auf meinem Kanal zum Thema Amazon FBA. Heute reden wir über das Thema Kennzeichnungen bzw. Label, Etiketten, Barcodes auf verschiedenen Produkten, die du auf Amazon verkaufst. Und zwar werde ich dabei ganz genau darauf eingehen, wie das beim Thema Retail-Arbitrage aussieht bzw. Online-Arbitrage und natürlich auch Private Label. Also bleib dran! Und dann habe ich noch den ein oder anderen Tipp für dich. Zum einen möchte ich hier erstmal die drei Varianten aufzeigen, die es überhaupt gibt. Und ich habe das für dich hier auch nochmal kurz notiert. Das wäre einmal der Barcode, der direkt auf dem Produkt drauf ist, wenn du es im Laden fertig kaufst und einfach nur ein Reseller, also ein Wiederverkäufer bist. Habe ich dir auch als Beispiel einfach mal mitgebracht. Das hier ist eine handelsübliche Druckerpatrone. Und hier unten auf der Druckerpatrone ist direkt der Barcode mit aufgedruckt. Dann hast du die Möglichkeit, das Ganze unter Umständen so zu Amazon zu schicken. Zweite Möglichkeit wäre, dass du selber der Hersteller bist, also ein Private Label hast. Dann kannst du natürlich auch wieder deinen eigenen Barcode direkt in die Produktverpackung integrieren und das Ganze so zu Amazon schicken. Hier hast du zwei Möglichkeiten. Entweder kaufst du EANs bzw. GTINs bei einer Firma, die sich GS1 Germany nennt. Das ist die einzige offizielle Stelle, bei der du diese Codes erwerben kannst. Du kaufst dort eine Lizenz und bekommst dann eine ganze Liste von solchen Codes, die du für dein Produktsortiment nutzen kannst. Und jedes Jahr zahlst du eine Jahresgebühr dafür. Oder die Alternative ist, dass du sagst, okay, diese Barcodes, die sind ja eigentlich für den Einzelhandel gedacht, das brauche ich überhaupt nicht. Ich nehme nur den Amazon-eigenen Barcode, und zwar der dann die SKU mit darauf hat und einen Scan-Code. Und den kannst du in Seller Central direkt ausdrucken, nachdem du auch das Produkt angelegt hast. Ich blende dir das direkt hier mal am Bildschirm ein. Du gehst in deinen Lagerbestand, gehst dann auf das Produkt. Und dann kannst du das hier auswählen und als PDF ganz einfach ausdrucken, dir den Code irgendwo speichern oder deinem Designer geben und in deine Verpackung entsprechend direkt integrieren oder halt eben Labels drucken, die du später aufklebst. Zurück zu den Retail-Arbitrage-Produkten sieht das Ganze dann so aus, wie hier in Variante 2 SKU. Wenn du ein fertiges Produkt kaufst, musst du dann den vorhandenen Herstellercode abdecken. Auch das habe ich dir als Beispiel mal mitgebracht. Hier einfach ein handelsübliches Kindergesellschaftsspiel. Und da haben wir den Barcode hier hinten. Und da ist darüber ein Amazon-Label geklebt, damit ich das Ganze zu Amazon schicken kann und das Ganze in den Wiederverkauf bringen. Wie funktioniert das? Das möchte ich dir jetzt nochmal erklären. Warum sollte ich das machen? Welche Variante ist dort einfach die beste. Und zwar weißt du jetzt, dass du entweder Herstellercodes benutzen kannst, also ERNs oder Amazons eigene Produkte. Aber was macht denn mehr Sinn? Besonders wenn ich jetzt einfach davon ausgehe, ich verkaufe irgendein Gesellschaftsspiel, das nicht mein eigenes ist und das gibt es vielleicht hundertfach auf Amazon, verschiedene Händler verkaufen das, sollte ich da besser einfach mit dem Herstellercode hinschicken oder mit meinem eigenen. Es gibt etwas auf Amazon, das nennt sich vermischter Lagerbestand oder vermischter Warenbestand. Wenn du das aktivierst, auf Englisch nennt sich das Commingled Inventory, dann bedeutet das, du schickst dein Produkt zum FBA-Lager hin und wenn ein Kunde das kauft, bekommt er aber nicht zwangsläufig genau das Produkt, das du hingeschickt hast, sondern vielleicht von einem Händler, der das Produkt früher schon mal im Lager in Thüringen angeliefert hat, während deins vielleicht nach Koblenz gegangen ist zum Beispiel. Und dann bekommt er das Produkt, das der andere Händler angeliefert hat. Natürlich ist es ein identisches Produkt, aber es ist eben nicht genau der Artikel. Warum ist das wichtig? Es kann passieren, dass entweder ein Chinese gefakte Ware hinschickt, es kann aber auch passieren, und das ist wesentlich wahrscheinlicher, dass zum Beispiel das Produkt von dem anderen einen schlechteren Zustand hat oder ein gebrauchtes Produkt ist aus Versehen oder dass es einfach
eine Macke hat oder wenn du Sets verkaufst, dass du zum Beispiel ein Set hingesendet hast und das andere ein Einzelprodukt ist. Und es kann einfach sein, dass da was vertauscht wurde und dann kriegst du eine schlechte Bewertung oder eine Rückerstattung, weil der Kunde das Produkt nicht haben will, ohne dass du etwas dafür kannst. Wenn du aber hingehst und jedes deiner Produkte mit einer eigenen SKU labelst, also mit einer Warenbestandsnummer, die nur zu deinem Account gehört, dann bekommt der Kunde auch genau dein Produkt zugesendet und es lässt sich nachvollziehen, ob du da halt eben der Verkäufer warst oder nicht. Und du kannst so natürlich Fehler vermeiden. Was sind die Vor- und Nachteile? Also einmal, der erste Punkt, den ich persönlich sehr wichtig finde, ist die Buybox. Was hat das mit der Buybox zu tun? Buybox ist einfach dieser gelbe Button auf Amazon. Wer die hat, verkauft deutlich mehr als alle anderen. Und unten drunter steht dann oft noch ein kleiner Vermerk, wird verkauft von 10 Verkäufern. Da kann man draufklicken und dann sieht man die anderen. Da ist es einfach so, dass Amazon einen Algorithmus da hat. Niemand weiß ganz genau, wer die Buybox bekommt. Es wird aber vermutet, dass es auch regional unterschiedlich ist. Das heißt, wenn ich Amazon in Hamburg aufrufe, bekomme ich vielleicht andere Händler zu sehen oder jemand anders hat die Buybox, als wenn ich Amazon in München aufrufe. Und da sind wir auch schon direkt beim Punkt. Wenn ich natürlich einen vermischten Lagerbestand aktiviert habe, sind meine Chancen einfach größer, die Buybox zu bekommen, weil ich halt eben mehr Warenbestand habe und das über ganz Deutschland auch verteilt ist. Wenn ich jetzt selber aber nur 3 Artikel hingeschickt habe und bestehe darauf, dass auch wirklich meine Artikel versendet werden, kann es halt sein, dass ich nicht in Reichweite des Kunden bin und mein Buybox-Anteil kleiner ist. Das wäre ein Punkt. Der zweite Punkt wäre auch relativ offensichtlich und zwar bequem, also Bequemlichkeit. Es ist einfach für dich viel einfacher, vermischten Warenbestand einzusenden. Du kaufst Markenprodukte, während du Online-Arbitrage oder Retail-Arbitrage betreibst und schickst es hin. Oder du hast ein Private-Label-Produkt, für das du ERNs hast und schickst es einfach nur mit der ERN hin, fertig. Bei einem Private-Label-Produkt kein Problem, weil du bist ja sowieso der einzige Verkäufer. Bei Markenware etwas schwieriger, aber du sparst dir halt das ganze Label. Also auch hier musst du es überlegen. Und letztendlich ist es dann auch noch ein Kostenpunkt. Und zwar ist es natürlich so, ERNs kosten Geld, wenn du ein Private Label machst, aber auch die ausgedruckten Label kosten Geld, weil entweder muss ein Dienstleister das für dich machen oder du musst selber Geld reinstecken, du musst Label, Drucker, Papier, Tinte und so weiter kaufen. Und das ist natürlich auch wieder ein Kostenpunkt, den du dir überlegen musst. Wenn Amazon das für dich macht, auch das ist möglich, dann sind wir hier wieder beim Punkt bequem, kostet das 15 Cent aktuell pro Produkteinheit, die du hinschickst, damit Amazon das Ganze labelt. Und auch da können natürlich wieder Fehler passieren, ist eher selten, aber hier sind wir dann eher wieder bei einer Kostenfrage. Mein persönlicher Favorit ist sehr oft aber tatsächlich diese Version, Amazon klebt das Label auf. Ich preise das einfach bei mir ein, dass ich sage, okay, mein Produkt hat Marge so und so viel und die 15 Cent kann ich einfach verschmerzen. Dafür weiß ich aber, dass es genau meine Einheit ist, die rausgeht und lasse ich Amazon das einfach machen, weil es mir die Zeit nicht wert ist. Wichtig zu wissen ist aber, und so ehrlich bin ich dann auch, ich habe auch schon oft den vermischten Lagerbestand aktiviert gehabt, weil das einfach bequem ist. Ich persönlich hatte jetzt auch noch nicht viel Ärger damit, aber ich weiß, dass es von einigen Händlern einfach ungern genutzt wird. Also da hast du wirklich dann die unterschiedlichsten Methoden und je nachdem, was für einen Durchlauf du hast, wie viel du versendest, ob du einen Dienstleister benutzt, musst du einfach überlegen, will ich das? Will ich das nicht? Drucke ich ein Label aus? Wo kann ich das eigentlich aktivieren? Ich zeige dir hier auch nochmal gerade einen Screenshot. Das kannst du in deinen Einstellungen einfach hier verändern.
Und wenn du dich jetzt entschieden hast dafür, dann solltest du deine Abläufe daraufhin aber auch optimieren. Weil es ist ja so, wenn du zum Beispiel mit einer Packstation arbeitest oder auch von zu Hause im Büro, dann musst du entsprechend darauf vorbereitet sein. Du musst die Möglichkeit haben, Labels zu drucken. Du brauchst das Equipment dafür. Oder du sagst halt eben von vornherein, okay, nein, meine Abläufe sind anders. Ich lasse das von Amazon machen oder ich nutze eben Herstelleretiketten und dann ist es so. Dazu sei noch gesagt als Vermerk, dass es nicht bei jeder Handelsware überhaupt möglich ist, die Herstelleretiketten zu nutzen. Das heißt, bei einigen Produkten gibt Amazon vor, dass es nur mit SKU verkauft werden darf. Und in dem Fall musst du in irgendeiner Form ein Label draufkleben oder eben die 15 Cent einfach schlucken, sozusagen, um das Ganze von Amazon machen zu lassen. Egal für welche Art und Weise du dich entscheidest, es ist super simpel, es ist nicht sehr kompliziert und ich werde dir auch die GS1 nochmal in der Beschreibung verlinken, damit du das dann findest. Wenn du Fragen hast oder diskutieren möchtest, was die beste Methode ist, schreib mir gerne einen Kommentar oder schreib mir einfach eine E-Mail an support@amaclick.de. Und wenn du weitere Tipps und Infos haben möchtest zum Thema Retail-Arbitrage, Starten auf Amazon, Online-Arbitrage und FBA im Allgemeinen, dann komm einfach auf meine Seite, trag dich ein, jede Menge Infos für dich. Und ja, dann sprechen wir mal drüber. Bis dann!